Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Pyro-Freunde. Ich bin wieder zurück, die Sommerpause ist beendet. Ich habe wieder richtig Lust auf Feuerwerk bekommen und ich hoffe, ihr verzeiht mir eine etwas längere Pause als geplant. Aber man muss ja auch richtig Lust dazu haben und die habe ich jetzt endlich wieder. Und dann dachte ich mir, fangen wir auch gleich an. Habe ich heute mal wieder was rausgesucht für euch. Wieder Klasse 1 zum Anfang, damit kann man immer perfekt wieder eine Feuerwerkssaison eröffnen, finde ich. Diesmal ist es das Hip-Hop-Sortiment von Weko. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingscluster-1-Sortiment. Also warum, das kann ich euch sofort erzählen. Wir haben hier keine Knallerbsen drin oder Knallteufel und keine Wunderkerzen, irgendwelches lästiges Füllmaterial, sondern wirklich nur Top-Klasse-1-Artikel. Und wir wollen es auch gar nicht mehr lange drum herum reden. Wir wollen gleich anfangen. Eins noch eben. Dieses Sortiment habe ich damals richtig günstig bekommen für nur 1,99. Da habe ich es mir gleich ein paar Mal mitgenommen. Das war echt super, dieses Angebot. Und dann wollen wir jetzt gleich loslegen. So, wie ihr seht, habe ich gerade schon mal ein zweites Sortiment hier geöffnet. Ich habe dann, wie gesagt, öfters gekauft, dieses Sortiment für diesen super Preis damals. Also, was haben wir hier drin in diesem Sortiment? Wir haben Blitzknalltabelle in der 9er Schachtel hier. Leider auch schon mit Meteoriten und nicht mehr mit den schönen kleinen schwarzen Quetlingkugeln. Naja, was soll's, bei Weko findet man ja nur noch diese. Dann haben wir dicke Brummer. Kennt jeder, mag jeder. Muss ich glaube ich auch nicht mehr zeigen. Hier in der 4er Schachtel enthalten. Flitze Feuerstein. Auch ein Klassiker unter den Klasse 1 Artikeln. Hier der Klasse 1 Vulkan, der kleine, was auch kein richtiger Vulkan ist. Sondern ja, wie bekannt, nur eine kleine Fontäne. Dann eine 20er Packung Meteorite. Quasi dasselbe hier. Meteoriten einzeln und in so einer. Hier halt haben sie halt einfach jetzt die Meteoriten in diese kleine Kugel eingebaut. Also im Prinzip dasselbe. Und der beste Artikel, wie ich finde, und auch eins meiner absoluten Lieblingsklasse-1-Artikel. Die Kobalt-Bombette hier in der 4er Schachtel. Eine kleine Bombette mit Mini-Zerleger und ich finde es einfach immer wieder super, diese Dinger zu zünden. Die machen einfach nur Laune unterm Jahr. Alles klar, dann wollen wir auch jetzt gleich beginnen, alles anzuzünden und viel Spaß dabei. Windstille und sternklarer Himmel. Also optimale Bedingungen zum Zünden. Da macht es auch richtig Spaß. Und jetzt beginnen wir gleich mit dem Flitzefeuerstein. Ziemlich kurz, würde ich sagen. Also die waren auch schon mal länger an der Brenndauer. So, der fast selbe Artikel in diesem Sortiment gibt es auch zusammen im Vergleich. Einmal die Blitzknalltabelle, die auch einen Meteoriten innen drin haben, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und halt die Meteoriten jetzt im direkten Vergleich. Mal gucken, ob man Unterschiede merkt. Fangen an bei einem Meteoriten. Okay, und jetzt mal sehen, wie der Blitzknalltabelle dagegen ist. Etwas stärker. Jetzt noch mal ein Meteorit. Der scheint ausgegangen zu sein, schade. Aber wir haben ja noch einen Blitzknatterball. Und den gönnen wir uns jetzt noch. Ich dachte auch schon erst, der geht aus, aber weiter geht's. Der dicke Brummer, nun seht ihr ihn. Wir zünden ihn nicht auf dem besten Untergrund, aber mal gucken, ob es trotzdem funktioniert. Obwohl sich auch schön dreht. Hat doch wunderbar geklappt. Und sehr angenehme Brenndauer auch noch. Und jetzt zum Abschluss des Zündens die Koboldbombette. Der schönste Artikel im Sortiment, wie ich finde. Mit kleinem Mini-Zerleger. Wunderbar. Geiler Klasse 1 Artikel. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir haben alle Sachen gezündet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt wird das Video natürlich sofort für euch geschnitten, damit ihr es sofort sehen könnt.
Und das war's dann jetzt auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es wirklich richtig gut gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.